Herzlich willkommen zu meiner Einführung in das Projektmanagement. Ich möchte den Zuhörern gerne Vorgehensweisen, Verfahren und Methoden vorstellen, die im Projektmanagement in der industriellen Praxis Anwendung finden. Die Inhalte dieser Präsentation sind das Resultat meiner langjährigen Erfahrung als selbstständiger Managementberater und als Berater im Inhouse Consulting in einem global aufgestellten Unternehmen. Die Anwendung von Methoden des Projektmanagements ist heute State of the Art in allen mittleren und größeren Projekten, die eine gewisse Komplexität aufweisen. Das Spektrum reicht hier von Entwicklungsprojekten, wo es um die Entwicklung und Einführung neuer Produkte geht, über Projekte zur Einführung eines neuen IT-Systems bis hin zu Bau- und Anlagenprojekten, die die Planung, Projektierung und Errichtung neuer Gebäude oder kompletter Industrieanlagen umfassen. Projektmanagementverfahren werden aber auch angewandt bei der Bereitstellung neuer Verkehrs- oder Kommunikationseinrichtungen, ebenso wie in M&A-Projekten, die die Bewertung, Verhandlung und den Kauf bzw. Zusammenschluss von Firmen zum Gegenstand haben, oder in Projekten, in denen Strategien entwickelt oder der Internetauftritt einer Firma realisiert werden. Ein wirksames Projektmanagement ist Voraussetzung für die Erreichung der Projektziele. Es garantiert Zeit- und Kosteneinhaltung und sichert somit die Effizienz des Vorhabens, egal ob es sich um R&D, Infrastruktur, IT, Strategie oder Webprojekte handelt. In der folgenden Präsentation werde ich nun einige wichtige Aspekte des Projektmanagements erörtern. Zu Beginn soll aber erst einmal erklärt werden, was denn überhaupt ein Projekt ist. Dafür gibt es sogar eine DIN-Norm, nämlich die Norm 69901, der zufolge ein Projekt ein Vorhaben ist, welches im Wesentlichen durch die Einmaligkeit seiner Bedingungen in ihrer Gesamtheit gekennzeichnet ist. Um diese doch etwas abstrakte Formulierung besser begreifbar zu machen, möchte ich einige Merkmale von Projekten schildern. Ein Projekt ist also etwas Einmaliges, und zwar im Hinblick auf seine Ausgangs- und Handlungsbedingungen. Das heißt, es darf sich hierbei nicht um eine Routinetätigkeit handeln. Hinzu kommt, dass Projekte innovativ oder neuartig sind, das heißt, Ziele oder Bedingungen der Projektabwicklung sind einzigartig oder liegen erstmalig in einer bestimmten Form vor. Des Weiteren sind Projekte zeitlich befristet. Das heißt, sie haben einen Anfang und ein Ende und sie sind finanziell begrenzt. Das heißt, es steht nur ein bestimmtes vorgegebenes Projektbudget zur Verfügung. Projekte haben eine spezifische und identifizierbare Organisationsform. Das heißt, sie finden außerhalb der Linien- oder Stammorganisation statt und sind mit speziellen Ressourcen ausgestattet. Das heißt, Personal und Einsatzmittel sind eindeutig benennbar und stehen ausschließlich zur Erreichung der Projektziele zur Verfügung. Außerdem sind Projekte komplex, arbeitsteilig und interdisziplinär. Das heißt, es sind mehrere unterschiedliche Fachbereiche beteiligt und das Vorhaben ist ohne eigene Planung nicht zu bewältigen. Auch der Begriff Projektmanagement ist in der DIN-Norm 69901 definiert, und zwar als Gesamtheit der Führungsaufgaben, Führungsorganisation, Führungstechniken und Führungsmittel für die Abwicklung eines Projekts. Projektmanagement umfasst somit alle planenden, steuernden und koordinierenden Maßnahmen, durch die sichergestellt wird, dass die vorgegebenen Ziele erreicht und die geplanten Termine und Kosten eingehalten werden, sowie dass die geforderte Qualität des Ergebnisses realisiert und dessen Akzeptanz gewährleistet wird. Projektmanagement stellt bei genauerer Betrachtung einen Regelkreis dar, der in der Hauptsache aus den Themen besteht, die auf dieser Seite aufgelistet sind, nämlich der Festlegung von Projektzielen, der Festlegung einer geeigneten Projektorganisation, einem effizienten Projektprozess bzw. phasenweisen Ablauf, einer stimmigen Projektplanung und einer wirkungsvollen Projektüberwachung und Steuerung. Wie dieser Regelkreis funktioniert und was bei den genannten Aufgaben zu beachten ist, werde ich auf der nächsten Seite im Detail erklären. Weshalb Projektmanagement so wichtig ist, erkennt man, wenn man sich einige typische Problembereiche vor Augen führt, die in Projekten immer wieder zu beobachten sind. Eines der bekanntesten Phänomene sind sicherlich Terminverzögerungen. Das gewünschte Produkt bzw. Projektergebnis
wird zu spät geliefert bzw. fertiggestellt. Sehr häufig treten auch Kostenüberschreitungen auf, das vorgegebene Budget wird also nicht eingehalten. Des Weiteren lassen sich oft hohe Fehlerraten in Zwischen- und Endergebnissen feststellen. Die Behebung der Fehler kostet wiederum zusätzlich Zeit und Geld. Genauere Analysen dieser Sachverhalte zeigen, dass häufig ein ungenügendes Verständnis des fachlichen Kontextes oder eine unvollständige Festlegung bzw. eine falsche Priorisierung der Projektziele vorliegen. Manchmal führen auch Technologiegläubigkeit oder eine zu geringe Berücksichtigung nicht funktionaler Anforderungen zu Schwierigkeiten. Dasselbe gilt, wenn etwa das Personal im Laufe des Projekts wechselt. Um diesen Problemen zu begegnen, sind für das Management von Projekten folgende Aufgaben und vor allem ihr systematisches Zusammenwirken essentiell wichtig. Eine systematische und strukturierte Anforderungsanalyse bildet die Basis für die Definition und Priorisierung von Projektzielen. Daraus ergeben sich Sollvorgaben, und zwar sowohl inhaltlicher Art, also bezüglich des Projektergebnisses, als auch im Hinblick auf die Projektrealisierung, also für den zeitlichen Ablauf, die Kosten, Kapazitäten, Ressourcen etc. Diese Sollvorgaben werden in den Projektplänen hinterlegt, auf deren Grundlage das Projekt schließlich abgewickelt wird. In regelmäßigen Abschnitten wird der Ist-Stand des Projekts berichtet und mit den Sollvorgaben der Projektpläne abgeglichen. Dies ist der Prozess des Projektcontrollings. Ergeben sich hierbei Abweichungen, dann muss steuernd eingegriffen werden, indem entsprechende Korrekturmaßnahmen beschlossen und bei der weiteren Projektabwicklung berücksichtigt werden. Gegebenenfalls müssen auch die Projektpläne geändert oder angepasst werden. Dieser Regelkreis wiederholt sich in zyklischen Zeitabständen, die in der Projektplanung ebenfalls festgelegt sein müssen.